Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Mod Salsa. Mit dabei ist die liebenswerte Wishu. Das bringt dich auch nicht weiter. Ach, verdammt! Aber trotzdem, mit dabei ist die liebenswerte Wishu. Hallo. Und der Sesh. Hallo. So. Ach, und der ist nicht liebenswert, oder was? Und der liebenswürdige Sesh. Bist du hier zufrieden? So, und am besten... Und am besten werde ich echt noch auf YouTube als Schwule abgestempelt, ne? Das wird mir gefallen. Ja, das war mir klar. Zigorin ist zwar auch noch auf dem Server, aber der scheißt da gerade so ein paar Leute zusammen. So. Ich habe ja in der letzten Aufnahme habe ich mal ein bisschen die Seas gegossen und habe mal geschafft, dann mal 4 von den Regular Essences zusammen zu basteln. Und damit können wir jetzt mal hier mit dem Seed, der Regular Essence und 4 Redstone, können wir uns den nächsten Samen machen, und zwar Redstone Seeds. Ja, ich will schon einen Stein geholt. Das ist alles gut bei euch. Ja, sonst geht's noch. Alles super. Außer, dass ich mich nicht mehr leiden kann. Das hast du da selbst zu schreiben. Mir würde es jetzt noch gerade einfallen, wie ich es sogar noch schlimmer machen könnte, indem ich jetzt nochmal so ein gewisses Bild schicken würde, ne? Boah, pass auf. Aber komm, du musst doch sagen, das war auch ein episches Bild. Ja, ich muss zugeben, ich bin klein. Ja, aber ich finde, das sieht echt cool aus. Beschwer dich bei meiner Mutter. Ich kann sie gerne mal für die Schlacht herholen gehen, dann kannst du es ihr sagen. Unverschämtheit, so große Kinder in die Welt zu setzen. Ah, ich glaube, ich weiß schon, welche Folge ich meiner Mutter mal zeigen muss. So. Wollen wir mal gucken, mal ein bisschen hier gießen. Ja, ist momentan halt ein bisschen sehr eintönig, aber ist halt noch wirklich der Anfang, weil wir brauchen erstmal Ressourcen, bis wir ein bisschen mit Technik und so loslegen können. Aber das sollte sich auch demnächst regeln können. So. Essenz-Crops haben auch schon mal wieder ein paar. Auch wieder eine Vegasens rausbekommen. Oh. Oh, jetzt vermehren sie sich aber. Da ist die Stonehau. Einmal schnell bewässern. Duff. Und dann können wir mal hier kurz bewässern. Vielleicht wächst auch schon die Redstone-Pflanze und wir können einen zweiten Seed. Ah. Kommst du? Wächst du? Willst du? Ja, wer will wachsen? Ja, wer will wachsen? Mal stehst du den ganzen Tag mit deiner Gießkanne auf dem Feld. Momentan ja. Aber es hat's gewartet. Ich hab schon einen zweiten Redstone-Seed. Jetzt hättest du mal folgen, so. Einsortieren und bloß damit er nicht so langweilig wird, werde ich auch eigentlich mal das Haus fertig bauen. Im Wesentlichen sollte man mal ein Dach über dem Kopf haben. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen neue Ausrüstung. 1, 2, 3, 4. 4. Und 1, 2, 3, 4. So. Dann machen wir nochmal schön Eisenschaufel und Eisenaxt. Und gehen dann mal hier ein bisschen Sand abfahren. Ich glaube, ich habe noch gar nicht gezeigt, was hier so noch für Monster alles dabei sind. Wenn man mal hier so reinguckt, kann man mal sehen, noch schön dabei Archimedes Chips, Balkans Weapons Mod, was haben wir noch? Blood Magic, worauf sich der Zigorin ja schon stürzen will, Dimensional Anchors, Growthcraft, Wüstcraft. Ich glaube, da wird die Wishu sich mal wieder schön was zusammenbasteln, ne? Wüstcraft wie immer. Nether Ores, ganz schön. Das Zimmer ist schon eingerichtet. Das war irgendwie klar. Farmcraft, Twilight Forest ist auch mal wieder irgendwo in einem Modpack aktiv. Witchery, da werde ich mich bestimmt mal draufschmeißen. Werde ich hier der dunkle Lord vom Server.
Ist das so? Sagen wir es so, Witchery ist echt schon cooler, aber du kannst da wirklich so Flüche und Rituale machen. Lol. Ja, das ist echt schon cool, was du da machen kannst. Du kannst sogar, musst zum Beispiel für ein Ritual, musst du sowas opfern wie der Hundezunge. Das ist Oder. voll eklig. Das ist der Mod. Ich hab dir nicht geschrieben. Hätte ich jetzt auch gesagt. Boah, du hast jetzt aber echt auf mich abgesehen, ne? Du redest Ich doch will gerade meine von Angesicht. Hundezungen, hallo? Kann ich noch eine hinlegen, oder du? Jo, sofort. Und ich bin im Bett. So. Aber es ist schon recht cool, muss man nicht sagen. Man kann sich da zum Beispiel so einen Hexenbesen machen und da rumfliegen. Was kann man noch machen? Man kann sich so Voodoo-Puppen machen, dass man gegen Feuer oder so resistent ist, dass man manchmal auch gegen andere Voodoo-Magien immun ist. Oder was ich noch recht cool finde. Man kann auch Puppen machen, dass man, wenn du sterben solltest, dass du es trotzdem überlebst. Das finde ich nochmal recht cool. Kriegt man dann auch seine Sachen wieder, wenn man in Lava fällt? Sagen wir es so, du fällst in Lava und deine Leben ist weg und du hast auf einmal voller Leben wieder. Du stirbst schon gar nicht erst. Das hätte was. Und man kann sich dann halt später auch nochmal solche Gefährten machen, zum Beispiel, dass du dann hast eine Eule als Freund. Irgendwie leckt es gerade. Ja, ich dachte schon, fällt mein Internet. Nee. Weg komplett. Nee, mein Internet ist wieder normal. Wo? Jupp. Timed out. Okay. Ich hoffe, dass ich das nicht abtaufe. Das hatten wir auch lange nicht mehr. Ah. Ich habe mein erstes Mechanismus im Gerät. Oh. Okay, da ist meine Info. Und welches? Den Heat-Generator, wie war das noch einmal? Den irgendwie mitten in Lava stellt oder Genau, sowas? einmal rundherum Lava und der läuft dauerhaft. Und der verbrennt echt nicht? Soweit ich weiß nicht. Ich stelle den da rein und von da oben kippe ich einfach da rein. Genau. Okay. Du kannst ihn halt auch noch mit Kohle befüttern, aber ich sag dir, das bringt's echt nicht. Ah, ich schmeiße da gerade alles Mögliche rein. Ich habe gerade so einen Strommann gefunden. Jetzt mal merkst du, wie viele Rubber Trees sind hier. Mitten im Ozean, da ist schon eine kleine Insel, vielleicht 9x9 Blöcke oder so, ein bisschen mehr. Und da steht schon ein Strommann, der hat schon Strohballen. Ja, ich glaube, die sind von Witchery. Nichts verraten. Don't spoil. Vielleicht wird's lustig. Was nochmal? Nichts. Alles klar, ich baue wieder auf. Ich habe schon irgendwie so ein ungutes Gefühl, dass ich jetzt gleich, wo ich gerade vorhin der Voodoo-Magie erzählt habe, dass ich jetzt gleich einfach mal in Lava hüpfe. So, jetzt haben wir wieder was. Ein Zombie ist am Himmel. Wo hast du dich angesiedelt? Fallen öfter mal irgendwelche Viecher vom Himmel. Oh, das ist irgendwie komisch. Ich lebe in einem Dungeon. Ja, bei mir Was hüpfen die willst du einfach von nur mir brennend in der sagen? Gegend rum. So, nochmal das Glas. Oh, das Glas sieht aber geil aus. Hier. Ich habe einen Pikachu-Hut gefunden. Stimmt, die habe ich auch schon gefunden. Ich habe die Mütze davon, Ash. Ich habe einen Afro. Ich habe die Bane-Maske. Ich bin stolz auf meinen Afro. Ich laufe jetzt mit meinem Afro rum. Ich habe einen Afro. Oh, da ist eine Insel. Mit einer Ölfontäne. Da baut er einen Generator rein. So.
Oh, das ist ja lang. Wir ein bisschen Lava von oben. Und jetzt einmal von hier abgucken. Ja, sieht gut aus. Das war dann hier 4. Und dann 2 freilassen und dann 1, 2, 3. Meine Tür will mich nicht rauslassen. Ja, es ist auch wieder am Lecken. Ja, ich versuche gerade abzumachen. Und wieder Timeout. Was denn gerade los? Das ist echt eine gute Frage. Ist denn irgendeiner gerade am Kunden oder so? Ich bin zu Hause im Keller. Ja, ich fahre gerade mit dem Boot durch den Ozean. Aber das könnte eigentlich auch nicht sein. Ich meine, Sigurin und ich sind ja eben auch noch ein ordentliches Stück gegangen und haben komplett neu erkundet. Kommt die auf den Server drauf? Ich versuch's immer noch. Also bei mir kam schon gerade schon wieder Timeout. Kommt er nicht damit klar, wenn sich alle auf einmal versuchen einzuloggen? Das könnte sein. Aber eben haben wir es auch alle auf einmal eingeloggt und es kam sofort. Okay, ist das gerade irgendeiner am Einloggen? Ja. Also ich bin jetzt gerade wieder getimeoutet. Ich versuche dann jetzt nochmal. Ah, super. Oh, noch macht ihr gerade noch so? Timeouten. Ach, du auch? Ja, ich glaube, das kannst du momentan vergessen. Jo. Gut, würde ich sagen, war es das gezwungenermaßen mit dieser Aufnahme. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, auch wenn sie kurz war, ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe, gebt einen Daumen nach oben. 5 Minuten oder so. 5 Minuten oder so. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo dran klatsche. Wobei, das kann ich keinem als Folge verkaufen. Aber auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und dann schaut heute bitte an bei Sigurin vorbei und haut dir mal einen fetten Like drauf oder auch einen fetten Dislike. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tüdelü. Ciao.